Der Satz, liebe Schwestern und Brüder, den wir heute in der Lesung hörten aus dem ersten Johannesbrief, das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, welche tiefen Auseinandersetzungen in der alten Kirche über die Richtigkeit dieser Sätze geführt wurden. Wir kennen höchstens noch vielleicht ein paar Stichworte, Arianismus oder solche Irrlehren, die wir aber heute nicht mehr so nennen, weil sie gang und gäbe sind. Denn man kann das nur noch einmal wiederholen, bis auf die Universitäten hinein werden heute im Grunde genommen arianische Positionen vertreten und gelehrt. Wenn man das einem heiligen Basilius erzählt hätte, wir werden ihn gleich ein bisschen kennenlernen. Nicht nur, dass er sich zur Wehr setzen konnte mit einem brillanten Geist, mit brillanten Gaben, die er von Natur aus und vom Elternhaus mitbekommen hat. In seiner Familie tummeln sich so viele Heilige, dass es fast erschreckend ist. Einige seiner Geschwister, seine Eltern, seine Großeltern, die teilweise noch zur Märtyrergeneration zählten. Und dann sein Studienfreund, den unsere Kirche mit ihm zusammen feiert, von dem die Zeitgenossen sagten, es ist eine einzige Seele in zwei Körpern. So eng war ihr Verständnis miteinander, so unterschiedlich aber auch ihr Charakter. Gregor von Nazianz war nicht der geborene Kirchenpolitiker, den seine Zeit gebraucht hätte. Er lebte lieber in dem, was Basilius für die Ostkirche und auch für den Westen entwickelt hat. Benedikt in seiner Regel spricht von unserem Vater Basilius. Benedikt macht viele Anleihen bei Basilius, der durch die ganzen Klöster, nachdem er eine glänzende Laufbahn gemacht hat und seine Eltern gestorben waren, keine Ruhe bekommt. Es ist seine Schwester, die ihn immer wieder hinweist auf eine andere Lebensform, eine Lebensform, die dem Evangelium entspricht, auf das monastische Leben. Und er reist durch alle bekannten Klöster. Er bereist dieses gelebte Evangelium in Syrien, Palästina und Ägypten. Und er sammelt das Beste aus und mit noch nicht 30 Jahren ist er imstande, die Regeln zusammenzufassen und eine vertretbare Askese zu lehren, die allen Übertreibungen wehrt und das Wichtigste im Auge behält, die auf Gemeinschaftsleben besteht und doch in Einzelfällen das Eremitentum zulässt, ähnlich wie es dann Benedikt von ihm übernehmen wird. Er ist entsetzt, als sein Bischof, der ihn dann zum Diakon weihte, sich den arianischen Positionen zuwendet und wir kennen das ja auch heute ganz gut, so ein Larifari-Papier unterschreibt, so eines, wo jede Seite das rauslesen kann, was sie will, wo niemandem mitgeholfen ist. Basilius ist entsetzt und er geht wieder in sein eremitisches Leben zurück. Aber als die arianischen Kämpfe so zunehmen, dass sozusagen das ganze christliche Volk seiner Gegend überschwemmt wird von dieser Irrlehre, dann lässt er sich doch aus der Einsamkeit seines Klosters locken und tritt diesen Kampf auf intellektueller Ebene an. Und er hat nicht wenige Gegner. Als er zum Bischof ist, gewählt ist und bestimmt ist, bricht das Volk in Jubel aus. Sie sind ihm dankbar. Er hat sich durch zwei Dinge profiliert. Und zwar müssen wir auch hier die Reihenfolge beachten. In einer klaren Lehre der Kirche, die sich nicht beeindrucken lässt von Kompromisspapieren, von falschen Kompromissformeln, sondern die glasklar ist. Und zugleich Werke der Caritas in einer großen Hungersnot. Er gibt das Letzte weg, was er hat. Das ist überzeugend. Wir neigen heute immer dazu, uns auf eine Seite zu schlagen. Also entweder ist man rechtgläubig oder man ist arm. Aber beides zusammen ist schwierig zu finden, offenbar. Aber genau darum geht es. Beides muss zusammengelebt werden, weil beides zusammengehört. Wir können nicht das Evangelium immer auseinander dividieren oder uns die Seite aussuchen, die uns gerade passt, auf dem wohlgepolsterten Sofa sitzen und Rechtgläubigkeit verkünden oder uns auf die Seite der Armen stellen und sagen, naja, mit der Lehre müssen wir es ja nicht so genau nehmen. Das geht nicht.
Und dafür sind Basilius und Gregor wunderbare Zeugen. Kaiser Valens, ein glühender Arianer. Man kann sich vorstellen, dass der Bischof von Caesarea ihm ein Dorn im Auge ist. Und er setzt seine Leute auf ihn an. Den Präfekten Modestus schickt er zu ihm. Zunächst, wie sich das gehört, ja auch heute, zunächst schmeichelt man den Personen, die man beeinflussen will. Und dann geht das in blanke Drohungen über. Güterbeschlagnahme, Exil, Tortur, Tod. Wir sollten einmal, um den Charakter dieses Basilius kennenzulernen, um seine glühende Seele und sein flammendes Herz zu erkennen, wörtlich auf seine Antwort hören. Sie ist hier. Suche dir andere Drohungen, denn nichts von dem, was du mir hier androhst, kann mich berühren. Wahrlich, einer, der nichts besitzt, fürchtet sich nicht vor der Beschlagnahme, es sei denn, es liege dir an diesen schmählichen Fetzen hier, die ich trage, oder an einigen Büchern, denn das sind die einzigen Güter, die ich besitze. Was das Exil angeht, so kenne ich keines. Bin ich doch an keinen Ort gebunden. Jener, den ich bewohne, gehört mir nicht, und jedweder Ort, an den man mich schickt, ist mir Vaterland. Besser gesagt, ich betrachte die ganze Erde als Gott gehörend und fühle mich als Fremder, wo immer ich bin. Was die Torturen angeht, wo wirst du sie anwenden? Ich habe keinen Leib, der stark genug ist, ihnen standzuhalten. Was schließlich den Tod betrifft, so werde ich ihn als eine Gunst empfangen, denn er wird mich schneller zu Gott führen, für den ich lebe, für den ich wirke, für den ich schon mehr als halb tot bin und nachdem ich seit langem schmachte. Der Präfekt muss ihm gestehen, dieser Modestus, er habe noch nie solche Worte gehört. Die Antwort des Basilius: Das rührt daher,